Seit fast 2 Jahren mache ich nun YouTube-Videos über die extremsten Fälle der Welt. Während all dieser Zeit höre ich von Freunden oder Zuschauern öfters Dinge wie: Macht das nicht krank, wenn man sich den ganzen Tag mit solchen Fällen beschäftigt? Du hast doch bestimmt selbst solche Fantasien, wenn du gerne über so etwas redest. Leute, die sowas gucken, sind doch selbst Psychopathen. Und dann kam mir die Frage auf: Was steckt dahinter? Wieso schauen wir uns eigentlich Videos über brutale Fälle an und sind wir denn wirklich alle Psychos? Willkommen zu meiner neuen Videoreihe, wo wir genau dieser Frage nachgehen. Da dieses Format alleine unmöglich umzusetzen ist, habe ich dieses Skript gemeinsam mit meinem Kollegen Abnorm, der auch einen YouTube-Kanal hat, umgesetzt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Ich alleine bin natürlich nicht qualifiziert genug, dieser Frage nachzugehen, weshalb ich einen Krimi-Autoren, einen Musiker, der für seine Musik im Gefängnis saß, einen echten Kannibalen und einen anderen YouTuber nach ihren Gründen befragt habe und alles mit einer wissenschaftlichen Arbeit abgeglichen habe, um für euch herauszufinden: Warum Gewalt? Ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen virtueller und realer Gewaltbereitschaft besteht, ist nicht bewiesen. Sind Futter und Nahrung für Amokläufer. Pieces of human brain. Als allererstes wollte ich für diese Interviewreihe mit jemandem sprechen, der gar keine echten Fälle in seinen Werken behandelt, sondern bei dem alles fiktiv ist. Denn irgendwoher muss diese Inspiration ja kommen, oder? Sind es also vielleicht Krimi-Autoren, die uns ihre dunklen Fantasien in ihren Büchern mitteilen wollen? Um diese und andere Fragen zu klären, habe ich den Autoren Michael Kiebler angeschrieben und ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Michael Kiebler wurde am 24. Februar 1963 in Heilbronn geboren. Nach seinem Abi studierte er Germanistik mit den Nebenfächern Filmwissenschaft und Psychologie. In den frühen 2000ern fing er dann an, Krimis zu schreiben, die in seiner Heimat Darmstadt spielten. Dabei haben Kriminalromane eine lange Geschichte. Bereits im 18. Jahrhundert wurde ein Buch veröffentlicht, das sich mit den bekanntesten realen Kriminalfällen beschäftigt. Später wurde das Genre durch Autoren wie Edgar Allan Poe und Arthur Conan Doyle noch weiter geprägt. Vor allem durch letzteren haben wir heute Figuren wie Sherlock Holmes. In den USA galt das Genre des Krimis eher als Massenunterhaltung, weshalb es in der Mitte des 20. Jahrhunderts solche Krimis in kleinen Zeitschriften zu lesen gab. Für 10 Cent konnte man hier kleine Krimis lesen, weshalb diese Krimis dort Dime Novels genannt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich Krimis dann in allerlei Richtungen. Es gab die Wer-war-es-Geschichten, bei denen man die ganze Zeit versucht herauszufinden, wer der Täter ist, aber auch das Thriller-Genre entstand aus dem ursprünglichen Krimi. Wir sprechen hier jetzt schon die ganze Zeit von dem Begriff Krimi, aber was macht so ein Krimi eigentlich aus? Diese Frage war die erste, die ich an Herrn Kiebler gestellt hatte. Also zuallererst mal verbinde ich mit Krimi eine spannende Geschichte. Eine Geschichte, der man gerne zuhört, die interessant ist, die Wendungen hat, die einen gut unterhält und im besten Falle vielleicht an einigen Stellen zum Nachdenken anregt. Und Krimi heißt für mich nicht, dass das Blut spritzen muss, bis die Tapeten komplett rot gefärbt sind. Der Kriminalfall ist eher so der Einstieg, das große Rätsel, um das sich alles dreht. Manchmal auch so ein Spannungstreiber. Aber so dieses viele Blut brauche ich nicht zwangsläufig. Nicht, dass es bei mir nicht auch mal ein bisschen spritzt, aber grundsätzlich ist das nicht nötig. Und wo war denn der springende Punkt, dass Sie dann 2005 irgendwann gesagt haben, jetzt möchte ich mal einen Krimi schreiben? Also ich habe schon als Kind immer sehr gern diese Krimi-Rätselbücher gelesen. Und die gab es dann 3 Stufen, 1 Sternchen, 2 Sternchen, 3 Sternchen. Und es ist mir tatsächlich gelungen, auch die 3 Sternchens zu knacken. Und da war ich unglaublich stolz und habe gedacht, Michael, das ist was für dich. Und Krimi-Schreiben 2005, ich habe früher für den Bastei-Verlag Heftchenromane geschrieben, kennt heute nicht mehr jeder, besonders in der jüngeren Generation, also diese DIN A5-Teile, die man am Bahnhof kaufen kann, Arztroman, Gruselroman und solche Sachen habe ich da auch geschrieben und wollte aber immer mal ein Buch schreiben, wo auch mein Name draufsteht, und 2005 ist mir das gelungen mit meinem ersten Verlag, dem Sozietätsverlag in Frankfurt, und die haben zusammen mit mir gesagt, lassen Sie uns doch einen Darmstadt-Krimi zusammen machen. Und dann habe ich gesagt, perfekt. Und dann ging noch ein bisschen Ideen hin und her. Dann ein Treatment schreiben, ein Exposé schreiben. Und dann durfte ich ins Buchschreiben reingehen. Und so ist 2005 der erste
Krimi entstanden, ja. Heißt das dann auch, dass die Inspiration von die Bücher, von den Büchern auch von diesen, was sie in der Kindheit schon hatten, oder ist das eher, dass sie dann auch Inspirationen aus realen Verbrechen ziehen, oder wo kommt die Inspiration dann immer für ein einzelnes Buch her? Ja, bei mir ist das so, dass meine Bücher definitiv alle fiktiv sind und nicht autobiografisch. Das behaupte ich immer und alle Leute, die mich näher kennen, grinsen dann breit, aber die Geschichten sind wirklich einfach ausgedacht. Und es braucht immer so einen Startschuss, eine Idee. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich werde früh von den Nachrichten geweckt aus dem Radio und dann höre ich, dass eine Frau gestorben ist, als sie versucht hat, früh um 7 die Autobahn zu überqueren. Und dann habe ich noch so im Halbschlaf gedacht, wie bescheuert kann man sein, über eine Autobahn zu laufen. Und dann ist so ein kleiner Startschuss, und wenn die nicht freiwillig gelaufen ist, und dann überlege ich mir, wieso läuft man nicht freiwillig über eine Autobahn, weil man bedroht wird. Und so beginnt sich eine Krimi-Handlung in meinem Kopf zu entspinnen, die dann immer weiter gestrickt wird, bis schließlich tatsächlich ein kompletter Plot entstanden ist. True Crime, echte Verbrechen, nehme ich nicht als Grundlage. Das, also True Crime, echte Fälle nacherzählen, das ist nicht mein Metier, sondern es ist wirklich immer fiktiv, ja. Ist ja auch, Ihre Geschichten und Bücher spielen ja auch in Ihrer Heimatstadt. Gibt es dafür einen speziellen Grund, dass Sie sich extra für Darmstadt jetzt entschieden haben? Also da kommt ein bisschen was zusammen. Das eine ist, es gibt so eine Schriftstellerregel, die heißt, schreib über das, womit du dich auskennst. So, ganz simpel. Jetzt hatte ich das Glück damals, 2005, war wirklich so dieser Hype der Regio-Krimis. Nicht mehr nur in Köln oder in der Eifel mit Jacques Berndorf, sondern das breitete sich über die Bundesrepublik aus. Und da hatte ich Glück. Also es war einfach, ja, ein bisschen Fügung, dass tatsächlich jetzt auch Interesse daran bestand, einen Regio-Krimi mit mir zu machen. Und das ist mir natürlich nicht schwer gefallen. Ich lebe sehr lange in Darmstadt, ich lebe sehr gerne in Darmstadt und da kenne ich mich auch gut aus. Also damit ist auch die erste Kategorie definitiv erfüllt gewesen. Und insofern griff das einfach ineinander. Ansonsten, Darmstadt ist die schönste Stadt der Welt. Warum sollte da nicht ein Krimi spielen? Das ist natürlich etwas subjektiv, aber ich bin der Überzeugung. Wir haben jetzt quasi herausgefunden, warum die Bücher dort spielen und wo die Inspirationen herkommen. Aber es geht ja auch viel um den Inhalt bei so Krimis. Ja. Was würden Sie denn sagen, was muss denn in so einem richtig guten Krimi drin sein und was darf auf gar keinen Fall in einem Krimi drin sein? Okay. Was auf jeden Fall drin sein muss, ist Spannung. Spannung heißt jetzt nicht wilde Verfolgungsjagden. Die finde ich persönlich gar nicht so spannend, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er kriegt ihn oder er kriegt ihn nicht. Da kann man 5 Seiten zwischendrin füllen, man kann es aber auch lassen. Nein, ich meine, die Spannung, die kann sich durchaus auch durch die Psychologie aufbauen. Warum tut er denn das jetzt? Was will er denn damit erreichen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Und durch solche Spannungen und Wendungen, hoppla, der stand doch noch gar nicht davor, vorhin da, dieser BMW. Durch solche Wendungen, Kniffe, da wird Spannung erzeugt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für einen Krimi. Was ich persönlich auch an Krimis sehr mag, ist, wenn sie ein Thema bearbeiten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meinem eigenen Portfolio. In dem Buch Totensee, das ich geschrieben habe, da geht es um einen Mord an Menschen. Und es stellt sich raus, dass das, was mit der RAF, also Rote Armee-Fraktion, die Terrorleute in der Bundesrepublik Kaiser Herbst 77, also mit den RAF-Leuten zu tun haben könnte, und zwar mit den RAF-Leuten der dritten Generation, der sogenannten, die nach 1990 kamen und über die gar nicht so viel bekannt ist. Und dann so ein Thema mit aufzugreifen, und ich meine das jetzt nicht als Klischee, die kriegen jetzt ihr RAF-T-Shirt, sondern wirklich geschichtlich dahinter zu gucken, was weiß man denn, welche Rätsel sind denn offen, was weiß man nicht. Und da einfach so ein bisschen, ich sag mal, flapsig Geschichtsunterricht mit einzubauen, das mag ich sehr bei Krimis, die ich schreibe, und auch bei Krimis, die ich lese. Anderes Beispiel, Engelsblut. Da ging es bei mir um das Thema Leihmutterschaft. Ich kann natürlich auch ein Buch über Leihmutterschaft schreiben und meine Meinung dazu kundtun und die Pros und Cons alle aufzählen und ein Sachbuch draus machen, kauft keine Socke. Wenn ich das aber als Thema in einen Krimi verpacken kann, dann bringe ich meine Leser dazu, ein Thema zu lesen, über das sie sich sonst keine Gedanken machen würden.
Und sowas mag ich eben auch, wenn solche, ja, Hintergrundgeschichten, Themen mit eingebaut werden. Sie fragten noch, was wichtig ist. Ja, was jetzt nicht wichtig ist, was ich mag und auch bei meinen Krimis immer reinbringe, sind die Charaktere meiner Ermittler. Das heißt, die müssen sich weiterentwickeln. Die müssen als Personen an einem Fall wachsen oder eben schrumpfen. Da muss was passieren, auch zwischenmenschlich. Und es gibt Leute, die meine Krimis lesen, die dann zu mir kommen und sagen, ah, Herr Kiebler, Krimis, das lese ich ja gar nicht so gern. Aber wie das mit Ihrem Hundeisch weitergeht, das muss ich unbedingt wissen. Und ja, das packe ich also auch gerne rein und lese es auch gerne in anderen Krimis. Was darf nicht drin sein? Ganz wichtig, keine Logikfehler. Das kann ein kleiner Fehler sein. Er schloss seine Zwei-Zimmer-Wohnung auf und drei Seiten später schließt er seine Fünf-Zimmer-Wohnung ab. Sowas ist doof und ja, es ist mir auch schon passiert, aber grundsätzlich achte ich da sehr drauf, dass das nicht passiert. Und es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, wo man da mal drüber gestolpert ist. Sie haben ja auch am Anfang dann gesagt, was Sie gerne selber in Krimi lesen. Spielt das denn eine große Rolle, Krimis und True Crime in Ihrem Privatleben? Also ich bin ein großer Fan von Aktenzeichen XY, das gucke ich immer. Und auch Stern Crime oder so lese ich mal oder höre mir die Podcasts an. Ja, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, denn das hat auch etwas sehr Voyeuristisches. Und das will ich jetzt auch mir gar nicht absprechen, dass das die hehre Wissenschaft ist, warum ich mir das ja, reinziehe. Auch ich denke, ah, ich kann mich da so ein bisschen gruseln und ach, dass das diesen Leuten passiert ist und Gott sei Dank nicht mir. Ja, was aber bei mir noch gegeben ist, und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich das zur Entschuldigung sagen kann, es ist durchaus auch inspirierend. Nicht im Sinne davon, dass ich einen Fall komplett nacherzähle, sondern dass ich denke, aha, wir haben hier einen Brief als Geständnis. Aber vielleicht wurde dieser Brief ja völlig unabhängig von dem unabhängig davon geschrieben und ist gar kein echtes Geständnis. Und da fange ich dann an, drüber nachzudenken. Und so kann ich aus einem True Crime Fall für mich eine andere Wendung erzeugen und was anderes schreiben und daraus machen. Also ja, ich höre das zu 90% aus, ja, sich unterhalten lassen, gruseln und Voyeurismus und aus 10% zur Inspiration. Sie haben ja auch gerade schon angesprochen, Aktenzeichen XY, der Stern Crime und diese ganzen Podcasts. Wieso glauben Sie denn, dass Krimis und all das gerade in Deutschland so beliebt sind? Also das hat, glaube ich, zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, Krimi funktioniert nur in einem stabilen Land. In dem Augenblick, wo ich ich nenne unser Land jetzt ein stabiles Land, eine stabile Demokratie habe und sagen kann, was mir durch den Kopf geht, ohne Angst haben zu müssen, die Polizei kommt und knüppelt mich nieder, kann ich auch fiktiv mit Kriminalität spielen. In Ländern, wo das nicht so ist, und jetzt nehme ich mal Mexiko oder auch Indien, da funktionieren Telenovelas, Liebesgeschichten, da funktionieren Krimis nicht in der Gesellschaft. Und insofern ist es ein großer, oder empfinde ich es als großen Luxus, mit fiktiven Kriminalgeschichten die erzählen zu können und auch einen Teil meines Lebensunterhalts zu verdienen. Ich glaube, in reinen Liebesgeschichten wäre ich nicht so gut. Das Zweite ist, in den Krimis, die wir hier schreiben, kann man es sich auch erlauben, einen Blick auf die Gesellschaft zu richten, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, wie ich vorhin sagte, indem man einfach Themen mit einfließen lässt, die nicht unbedingt in den Krimi rein müssen, die man aber reinnehmen kann und auch gesellschaftliche Entwicklungen, die Auswirkungen auf Menschen haben und ja, sie vielleicht sogar ein Verbrechen begehen lassen aus einem Grund, der auch seine Wurzeln in gesellschaftlichen Entwicklungen hat. Und zwar, nachdem wir jetzt diese ganzen Aspekte und über diese Krimis und alles gesprochen haben, ja, bleibt eigentlich nur noch die Frage, wann man denn etwas von Ihnen Neues lesen darf und ob Sie uns schon mal einen kleinen Ausblick darauf geben können. Ja, selbstverständlich. Also das Manuskript ist bereits beim Verlag und das Buch, das Anfang Oktober erscheinen wird, heißt Stiller Hass.
Und auch da ist wieder ein Thema aufgegriffen. Es geht darum, dass mein ehemaliger Hauptkommissar Steffen Horndeich, der ja jetzt inzwischen Privatermittler geworden ist, Besuch bekommt von einem Mann, der zu ihm sagt, ich komme gerade direkt aus dem Knast, da habe ich 18 Jahre gesessen, weil ich jemanden umgebracht haben soll, aber ich war es nicht. Bitte beweisen Sie das. Lasst uns nun noch einmal zusammenfassen, was wir in diesem Interview gelernt haben. Ein interessanter Punkt, der von Herrn Kiebler gebracht wurde, war der, dass wir in Deutschland uns relativ sicher fühlen können und einen sorgenfreien Alltag leben. Tatsächlich haben bei einer Umfrage viele Menschen angegeben, dass sie True Crime Videos schauen, weil es für sie spannend ist und sie wissen, dass sie nicht betroffen sind. Einige sagten aber auch, dass sie es schauen, um bewusst Mitgefühl und Trauer zu empfinden. Auch erfuhren wir im Interview, dass Autoren zwar auch wie wir Aktenzeichen XY oder ähnliches schauen, aber ihre Geschichten reine Fiktion sind. Es geht uns bei diesen fiktiven Geschichten um die Spannung und das Miträtseln. Etwas, was bei Videos wie meinen oder den von Insolito ähnlich ist. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr Krimis lest und was euch an ihnen so gut gefällt. Es scheint also klar zu sein, dass Konsumenten von fiktiven Kriminalfällen keine Psychos sind und auch nicht selbst zum Täter werden wollen. Doch, was ist mit jemandem, der für fiktive Kriminalität ins Gefängnis musste? Oder einem echten Täter, der eine Faszination für True Crime hat? Gibt es doch Verbindungen? Diese und weitere Fragen klären wir in den nächsten Folgen von Warum Gewalt? Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Herrn Kiebler, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit mir über True Crime und Krimis zu sprechen. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Gute Nacht und bleibt gesund.